Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Delta. Wir joinen auf den Server. Und letztes Mal, wo waren wir denn letztes Mal? Genau, hier im Paradies. Wenn es laden würde, würde ich auch mal was sehen. Oh mein Gott, wir sind im Paradies. Paradise. So kann der Chat endlich mal verschwinden. Ich möchte was testen. Ja, wir haben jetzt mein Optifine Cape, weil ich habe jetzt Optifine installiert. Ja. Oh mein Gott, ich muss schnell in mein Bett. Denn es ist Nacht und dann kommen die Monster. So, jetzt schlafe ich erstmal eine Runde. Und ich hoffe, es hat gehört zu regnen. Bitte. Das wäre sehr nett. Bitte. Entschuldigung. So, es hat aufgehört zu regnen, perfekt. Ein sonniger, schöner Morgen. Und wir fangen gleich an, ein paar Kühe zu schlachten und so weiter. Da vorne sind wieder Wanderer. Ich werde die jetzt gleich töten. Aber das sind richtig viele, Alter. Das ist eine richtige Armee. Oh nein! Ich kämpfe jetzt mit meiner Axt. Ah! Looter! Scheiße! Looter. Alter, der macht mir richtig viel Damage. Oh mein Gott. Was war das jetzt? Okay, jetzt habe ich einen Arcane Stone, aber ich muss sofort mir ein Schwert craften. Ohne Schwert, Alter. Alter! Ich hatte gerade richtig Angst, Leute. So, habe ich Eisen? Nein, ich habe noch ein Eisen. Das bedeutet, ich muss mir ein Steinschwert machen. Achso, das geht ja nicht. Das ist ja Mossy Stone. Habe ich keinen normalen Stein mehr? Das kann es ja nicht sein jetzt, oder? Ich gucke hier mal ganz schnell rein. Nein, wir haben keinen Stein mehr. Leute, was ist los mit uns hier? So, erstmal stelle ich jetzt hier den Ofen hin. Ja? Und dann mache ich mir eine Spitzhacke, habe ich. Das heißt, ich hole mir jetzt hier irgendwo hier am besten. Mache ich mir gleich so einen Aufgang. Dass ich nachher auch wieder schön hier hoch kann. Irgendwie so. Okay, gut. Hol ich mir. Oh, hier unten ist Eisen. Das ist aber praktisch. Eisen ist sehr, sehr gut. Was schmeißen wir da? Ja, das hier brauchen wir nicht. Ist hier noch irgendwo? Ich sehe hier nämlich gar nichts. Hier ist richtig dunkel. Okay, hier ist irgendwo eine Höhle in der Nähe. Das habe ich gehört. Da hat so Bring gemacht. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Okay, perfekt, Leute. Jetzt können wir uns auch erstmal hier ein bisschen was schmelzen. Dann können wir uns ein Eisenschwert machen und dann können wir Attacke machen. Und die Kiste habe ich ja hier auch irgendwo drin. Eine Kiste. Hatte ich nicht eine Kiste? Ach, hier. Und hier packe ich jetzt auch meine ganzen Sachen rein, weil sollte ich wirklich sterben? Ich meine, kann ja alles passieren, man muss damit ja auch dann irgendwie konfrontiert werden. Oder werden wir wahrscheinlich bald mal damit konfrontiert. Ich schätze das zumindest mal. Oh, wir haben 11. Das bedeutet, wir können uns bald wieder ein... Beziehungsweise könnten uns jetzt schon wieder einen machen. Richtig cool. Ein Backpack natürlich. So, und jetzt machen wir uns hier erstmal ein schönes Schwert. Und jetzt greifen wir gleich an. Aber zuerst packe ich noch das hier rein. So, gut, Leute. Und jetzt töten wir die Wanderer. Wanderer, stirb! Er ist tot. Okay, kann man das essen, das hier? Was ist das denn? Slickwater. Oh. Plum. Nein. Also vielleicht, wenn ich Hunger habe. Aber es ist auf jeden Fall was zu essen, weil es kommt was Grünes nach. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Apfel. Und ich habe gehört, dass wenn man die nicht mit einmal abbauen kann, die Äpfel, dass man dann, also dass die dann nicht richtig angepflanzt, also dass ich da hätte noch warten müssen. Den ganzen Bambus hier nehme ich auch mal mit. Kann man ja vielleicht gebrauchen für Deko oder sowas. Alter, wie hoch war der? Alter, ich habe fast ein Stack. Alter, ich habe über ein Stack Bambus. Junge, was ist hier los? Okay, da vorne ist noch jemand. Den werde ich mir jetzt auch holen. Komm her, du Kackwanderer. Er macht einfach Katzengeräusche. Lol. Hier, Okra-Seed.
Okra? Was ist Okra? Ich weiß es nicht, aber okay. Kirschen? Also das sind jetzt auf jeden Fall Kirschen. Cherry, ja. Oh, cool. Ah, das ist von... Ah, das ist von... List All Fruit, oder wie der Mod heißt. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Früchte. Ah, deswegen gibt es hier auch Grapes und Cherries und sowas. Ach, voll cool. Richtig cool. Richtig cooler Mod. Alter, Leute. Cool. Warte, ich muss ganz kurz gucken, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich nehme jetzt schon 5 Minuten auf. Ist in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal jetzt auf den Weg zu unserem Baumhaus. Nehmen aber immer mal wieder ein paar Kühe mit, wenn wir die... Ach, stimmt, ich sollte sie vielleicht nicht töten. Stimmt, das mit dem fangen wir jetzt gleich an. Wir machen uns jetzt nämlich hier ein bisschen... Wo haben wir das Holz? Wir machen uns jetzt gleich so einen Zaun, dass wir die Kühe einsperren können. Aber dafür brauchen wir Seeds. Das bedeutet, wir müssen jetzt, bevor wir überhaupt irgendwas machen... Wo haben wir hier unser Holz? Hier müssen wir uns... So. Müssen wir uns erstmal hier eine Hoe machen. Und mit dieser Hoe können wir tolle Sachen machen, denn wir brauchen auch noch Wasser. Das bedeutet, ich brauche hier 3 Eisen für einen Eimer. Perfekt. So, und jetzt müssen wir erstmal hier gucken, wo wir denn das... Hier unten gibt es Wasser. Oh, perfekt. Eine Wasserquelle auch gleich in der Nähe. Geil. Geilomatico. So, hier. Aua. Erstmal ein Wasser holen. Oh, cool, cool, cool. Ich bin gerade so glücklich, dass wir endlich... Oh. Was? Da vorne ist nämlich der Spawn. Könnt ihr das sehen? Das ist das Leuchtfeuer vom Spawn. Das heißt, ich bin gar nicht so weit davon entfernt. Das heißt, wir sind wahrscheinlich die ganze Zeit in eine falsche Richtung gelaufen. Aber könnt ihr das sehen? Das da? Das ist... Ja, das sind die... Das ist das Leuchtfeuer. Och, wie cool. Das bedeutet, ich könnte dann quasi... Ja, mega. Ist mega cool. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das hier machen. Also, ich pflanze hier einfach mal das Wasser hin. Oder nee, Moment. Ich mache das anders. Ich mache das so. Und dann hole ich noch einmal Wasser, denn dann haben wir gleich eine unendliche Wasserquelle. Und dann müssen wir nicht gleich immer runterrennen und Wasser holen. Oh, ich bin gerade so happy. So. Erstmal hier schön Wasser holen. Gut, jetzt kommen wir wahrscheinlich auch voran. Wir werden immer unser Baumhaus weiterbauen und natürlich auch irgendwie hier Ställe dazu bauen. Das Baumhaus ist ja quasi dann nur unser Schlafort. Und so ein bisschen eine Möglichkeit, ein bisschen was zu designen. So, und außenrum hier mache ich jetzt einfach mal so YOLO-mäßig die Seeds hin. Ich weiß, das sieht jetzt nicht schön aus, aber ich brauche Seeds. Hey, ich brauche Seeds. Hallo. Ja, hier ist ein Seed. Nein, das ist aber ein falsches Seed. Ich brauche einen ganz normalen Seed. Kann ich nicht einfach einen ganz normalen Seed haben? Okay, da droppt alles Mögliche raus, aber nicht das, was ich brauche. Alles Mögliche hier. Hä? Woher bekommt man denn dann normale Seeds? Da kommen so viele Seeds raus, aber nicht für das, was ich brauche. Hey, Mann, 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 Leute, bitte. Ich brauche noch einen ganz normalen Seed. Oh, hier. Danke, lieber Gott. Und wir haben normalerweise auch Knochen. Das bedeutet, ein Seed reicht uns erstmal aus. Denn wir brauchen ja nur einen. Hier, Seeds. Zack. Und jetzt haben wir normalerweise auch Knochenmehl. Salz. Hatten wir nicht Knochenmehl? Ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass wir Knochenmehl hatten. Ja, aber wir haben hier 2 Knochen. Perfekt. So, jetzt können wir hier gleich das größer machen. Yeah, und da kamen jetzt gleich wieder 2 Seeds raus. Perfekt. Perfekt. So, jetzt bauen wir erstmal das Gehege. Das Gehege, Moment, hier. Junglewood brauchen wir auf jeden Fall ein paar Sticks. Und... Aua, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. So. So. Hier nochmal 3 hin.
Dann haben wir, wie viel? 6. Okay, müssen wir eindeutig noch mehr machen. Aber ich würde sagen, ich mach die einfach mal hier hin. 1, 2, 3, 4. So ungefähr. Und hier. Aber da brauche ich eindeutig mehr. Eindeutig. Hey, wo ist jetzt mein Holz? Ja. Kann man das hier nicht irgendwie so... Nee, das funktioniert hier einfach nicht. Falsch. Ich mache schon wieder alles falsch hier. Was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? So. Das geht hier so anders nicht, ne? Dann muss ich das alles einzeln machen. Ich weiß nicht, wie man das sonst macht. Normalerweise macht man das ja mit dem Mausrad, dass dann alles so schön ausgefüllt ist. Normalerweise, ja. Aber was heutzutage schon normal? Oh, es wird schon wieder dunkel. Das ist aber kein Problem, denn wir können ja dann schlafen gehen. Ja. So. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch ein paar mehr. Aber ich lege mich jetzt gleich pennen. Wir können only sleep at night. Es ist night. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe einen Enderman gehört. Ich schlaf doch schon. Hallo. Oh mein Gott. Ich kann nicht, weil man... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat 27... Der hat 40 Leben. Oh mein Gott, komm her. Er ist tot. Oh mein Gott. Ich muss sofort ins Bett. Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Hier. Puh. Schnell. Schlaf. Oh, zum Glück. Wir haben es überlebt, Leute. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ernsthaft, meine letzte Stunde hat geschlagen. Ernsthaft jetzt, Leute. Ernsthaft. Ich dachte, es ist aus. Ich dachte, es ist zu Ende. So. Das sollte reichen. Dann müssen wir hier sowieso auch noch was anderes machen. Aber dazu brauchen wir noch mehr Holz, das wir hier haben. So. Ich nehme einfach mal die Hälfte. Und zack, zack. Ich mache einfach mal ein paar mehr Tore. So. Perfekt. Gut, also. Wo haben wir denn hier unsere Zäune? Hier. 1, 2. Machen wir 2 hin, würde ich sagen. So. Okay. Ja, das ist schön. Das ist schön. Dann baue ich aber 1 ab, dass die Kühe hier durch können. Und dann setze ich das nachher gleich. So mache ich das dann. Hey, jetzt fällt mir alles raus. So, jetzt gehen wir auf die Suche nach Kühen. Die sollten ja eigentlich nicht so weit entfernt sein. Nach meinen Berechnungen. Nach meinen Berechnungen sollen die nicht so weit entfernt sein. Hallo? Ist hier irgendwo eine Kuh? Ist hier irgendwo in der Nähe eine Kuh, die mich mag? Ach, hier fängt auch schon jemand zu bauen an. Ah, cool, dann muss ich gleich mal gucken, wer das ist. Ja, guckt euch das an, wir sind überhaupt nicht weit vom Spawn entfernt und dann rennen wir 2 Folgen lang dumm rum, weil wir uns einfach nicht auskennen. Ja, gut. Aber ich meine, dann können wir irgendwann mal sagen, wenn wir ganz alt sind, ja früher, da haben wir das so gemacht. So. Und jetzt plötzlich, wo ich Kühe brauche, finde ich keine mehr. Das ist irgendwie immer so, ne? Irgendwie ist das immer so. So, wo sind jetzt die ganzen Kühe hier? Wo die vorher waren. Moment, kann man Schafe auch so anlocken? Oh, ja komm mit. Dann nehmen wir zuerst das Schaf mit. Und da hinten ist noch eine Kuh. Das ist auch gut, die merke ich mir. Komm her, Schaf. Komm her. Ich mag dich. Magst du mich auch? Wow, ich muss aufpassen. Nicht, dass ich dann da irgendwie... So, jetzt muss ich gucken, wo ich überhaupt bin. Hier bin ich. Hier, bei dem Baum bin ich. Komm mit, Schaf. Ihr könnt euch einen Namen überlegen für das Schaf. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Ich möchte nämlich am Anfang hier gleich Schafe haben und Kühe. Dann haben wir nämlich keine Essensprobleme, niemals.
Und dann haben wir einfach ein tolles Leben. So, komm her. Genau, und jetzt hier rein. Komm her. Ich hab dich ausgetrickst, du bist jetzt unter meiner Herrschaft, haha. Du kleiner Noob. So. Oh, wie cool. Und jetzt können wir uns da eine Schere machen und dann haben wir schon mal die ganze Zeit was Schönes. Oh mein Gott, voll cool, Leute, voll cool. Das freut mich jetzt richtig. Das freut mich jetzt richtig. So. Also, was wir uns jetzt auf jeden Fall noch machen, ist noch eine Kiste und noch eine Kiste und noch eine Kiste. So. Das machen wir dann mal so. Und dahinter stelle ich jetzt einfach auch noch eine. Ich mache das jetzt einfach mal so. Sollten wir Karotten finden oder ich irgendwo eine Karotte haben, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann könnten wir uns nämlich auch Schweine holen. Das wäre schon sehr, sehr. Oh, ich habe eine Kuh gehört. Ich habe eine Kuh gehört. Ihr auch? Ihr auch? Habt ihr auch eine gehört? Ja, da oben, da oben. Cool. Dann nehme ich die auch gleich mit. Hallo. Oder da ist schon wieder so ein Wanderer. Wow. Okay. Der macht irgendwie solche komischen Katzengeräusche, kommt mir vor. Hallo. Kuh, komm mit. Komm mit bei mir. Magst du mich? Ja, dann komm mit. Oh, die ist ja richtig schnell drauf hier. Oh, komm mit. Oh, du bist so süß, Kuh. Komm mit. Ich mag dich voll gerne. Ja, du bist mein Ein und Alles und ich gebe dich niemals wieder her. Nein, Spaß, Leute. So. Ja, das Schaf guckt natürlich jetzt auch. Komm rein. Ja! Wir haben eine Kuh und ein Schaf. Ja. Perfekt. Perfekt. So, dann esse ich jetzt hier gleich noch was. Dann fehlt nur noch ein zweites Schaf, eine zweite Kuh und ein Schwein und ein Huhn. Dann hätten wir alles. Aber ich möchte das dann sowieso getrennt machen hier. Mehrere Zäune. Hier sind Kühe drin. Hier Schweine. Hier Pferde. Und bla bla bla. Ich würde aber einfach mal sagen, Leute, das war's schon wieder mal von dieser Folge. Denn, ja, das war's einfach schon. Aber was ich jetzt noch schnell testen möchte, ist, okay, perfekt. Wenn ich hier Y drücke, ist dann irgendwie, oder Z, oder hier Z. Nee, dann sortiert sich das Inventar nicht. Okay, wenn ich R drücke. Okay. Moment. R. Ah, wenn ich R drücke, dann sieht man also die Sachen, was ich mit denen ich was machen kann hier. Hier Mittelklick off. Ah, weil ich den mittleren Klick hier muss ich deaktivieren. So, jetzt gucken wir hier noch mal, ob es hier irgendwie okay, perfekt. Ich würde einfach mal sagen, wir sortieren das hier schon mal so. Einfach so. Oh, cool. Dann ist es nämlich viel leichter hier zu sortieren mit den ganzen Kisten, die wir hier haben. Ja, perfekt. Also Kisten sortieren und so weiter, das machen wir alles noch. Oh, wie cool. Jetzt ist alles so geil sortiert und das freut mich einfach und bin einfach happy. Das Einzige, was wir bei uns lassen, ist unser Schwert. So. Perfekt. Und dann würde ich mich einfach mal sagen, stelle ich mich hier drunter, damit mich der Regen nicht erwischt. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft Delta. Haut rein, macht's gut und ciao!